Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf unserer Kornwelt unterwegs und wir sind bereits in Teil 5 und sind dem fast leeren, sind mit unserem fast leeren Roadtrain unterwegs. Den haben wir gestern noch leer gemacht, werden es heute auch noch mal damit arbeiten. Und zwar müssen wir natürlich die Drescher hier noch leer machen, logisch. Die erste Ladung ist ja auch schon wieder drin, wie ihr seht. 180.000 Liter gehen ja rein. Wir haben gesehen, dass die Gittersysteme da zum Abladen sind, hinten über die kleine Schütte. Funktioniert ja alles wunderbar, muss ich zugestehen. Schwer begeistert. So. Dann wollen wir hier mal gucken. Machen ihn auch im Kurz leer. Ja, das, was wir dann auf der Karte uns mal angucken können, ist, wo denn unsere. Das hier eine Brücke oder ist das keine Brücke? Eine gute Frage, ne? Das könnte aber, ja, das sieht aus wie eine Brücke. Das ist auch schon mal schön. Muss natürlich jetzt einmal kurz den Weg hier mir klar und ordentlich machen. Das hier ist das erste Ölfeld. Da ist auch ein Ölfeld. Das ist okay. Da ist keins. Also das ist ein Ölfeld, das ist ein Ölfeld. Das ist ein Silo. Das ist auch ein Silo. Da ist das nächste Ölfeld. Die Frage, wo war denn? Wir hatten noch eins. Also wir haben eins, zwei, drei. Sind noch mehr wie drei Ölfelder gewesen, oder? Guck noch mal. Zurück. Das sind die Überladestationen. Die ist da in der Mitte. Da oben ist auch eine. Da ist auch eine, okay. Da denn auch ein Ölfeld? Echt gucken, ne? Nee, da ist nur eine Überladestation, okay. Ja, da ist ein Ölfeld, da ist ein Ölfeld und da ist auch eine Überladestation. Dort ist ein Ölfeld. Das ist eine Tankstelle. Das ist ein Silo. Alles Silo, Silo, Silo. So, also nochmal. Ja, ich weiß, das ist jetzt. Ich muss echt mal rauskriegen, wo meine Sachen sind. So simpel ist es halt. Überladestation. So, also. Das hatten wir. Die hatten wir auch. Die hatten wir auch. Ah, da ist gleich noch eine neben. Okay, und da ist noch eine neben. Das ist schon. Das sind sie dann? Und da ist die Überladestation. Das geht aber ja von der Entfernung her. Also sollte man erst mit dem unten anfangen. Dann vielleicht nach oben fahren und dann hier bei der Abladestation den Rest aufnehmen. Okay. Das ist doch okay. Und wenn euch jetzt fragt, warum zum Teufel guckst du das nach? Doch, natürlich, klar. Wir wollen natürlich mit unserem anderen guten Gefährt natürlich auch den Ölpart holen. Und da wollte ich eigentlich noch mit losfahren. Und das ist von unserem Hof aus gesehen auch. Von der Entfernung her geht das, würde ich sagen. Ich sage nicht, dass wir jetzt schon da produktionstechnisch das durchstarten müssen damit, das nicht. Sondern es geht halt einfach nur darum, dass wir jetzt das Öl schon mal in die Überladestation machen, dass sich das auch nachher lohnt, weil ich weiß nicht, wie viel Kapazität die Pumpen haben und wie regelmäßig die leer gemacht werden müssen. Und vor allem auch, wie viel reingeht.
Vielleicht hätten wir ja gar nicht so einen großen Roadtrain dafür gebraucht oder sowas, ne? Das muss man halt dann mal gucken. Wie gut oder schlecht das Ganze läuft. Ja, klar, also ihr wisst selber, ich bewirtschafte ja die Felder hier alleine, ne? Und habe jetzt auch keine größeren Hilfengeschichten oder sowas an. Die Frage nach Curseplay ist schon ein, zwei Mal gekommen. Erklärung ist eine ganz einfache. Ich möchte hier zwischendurch, hatte ich ja schon mal erwähnt, auch mal eine Live-Folge machen und vielleicht auch zwischendurch mal dann Multiplayer draus machen. Und das sowohl im Multi wie auch im Single dementsprechend dann spielen. Und im Multiplayer funktioniert Curseplay leider eh nicht. Das ist so der Punkt, ne? So, jetzt sind die Jungs erstmal alle wieder leer. Und ich werde jetzt ihn hier einmal aus der Frucht rausbewegen. Das ist erstmal schon mal ganz wichtig, glaube ich. Wir sind auch schon wieder beim zweiten angefangen. So. Und jetzt werden wir uns mal zum anderen Roadtrain begeben. Ja, das ist wahrscheinlich die letzte Position, die ich anwählen kann. Da haben wir ihn. So, dann mache ich nochmal die Karte auf. Und hier unten, da setze ich jetzt einen Marker, weil das ist der, wo wir als erstes hinfahren können. So. Fahre jetzt hier erstmal raus. Ja, hier sehen wir das Ende von unserem Roadtrain fast. Da seht ihr es. Es sind hier sind drei Tanks hinter. So, hier kommen wir vom Feld jetzt hier rechts rüber. Sah natürlich jetzt aus, als wenn wir weggefahren wären. Sind wir auch fast. Da ganz hinten sehen wir die Markierung leuchten. Das ist natürlich jetzt unser Ziel. Und das sieht auch nicht so sonderlich super weit weg aus, wenn ich ehrlich bin. Dann schauen wir einfach mal. So, weiter hier nicht raus. So. Ja, er steht nicht im Weg. Das sieht auch schon mal gut aus. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir da hinkommen. Ich gehe davon aus, dass eigentlich dass die Straße dahin führt. Und dann schauen wir mal. Falls ihr gerade irgendwelche Nebengeräusche gehört habt, das überdenken. Das kommt leider mal vor. So. Fahren wir hier rum. Oh, okay. Ich bin natürlich hier ziemlich am Schwenken. Wow, wo geht's denn da oben hin? Das Feld liegt eine Ecke höher, das andere anscheinend. Okay. Ja, hier führt auf jeden Fall der Straßenpart lang. Muss auf jeden Fall mal mit den Roadtrains hier noch eine Runde üben. Ich sollte eh üben, ich weiß, aber wir werden jetzt hier mal eine Runde durchschlängeln. Ah, es kommen auch Höhenunterschiede und sowas ins Spiel. Das macht das Ganze natürlich schon wieder interessant. Ah, okay. Da war sonst gar nicht genug Platz für die Straße zwischen Wasser und Felsen. Machen wir schön hier unterlang. So, und dann sind wir auf dem Weg zum zum Ölfeld. Das ist doch schon mal was. Ja, hier geht es ein bisschen hoch. So sehr lernen wir jetzt auch mal die Karte kennen, wo wir dann hier überall schön lang fahren können. Ja, super viele Bäume gibt es hier nicht. Okay, da oben ist das Ölfeld. Die Frage, ob wir da jetzt auch irgendwie hochkommen. Ah, hier geht ein Weg hoch. Den fahren wir jetzt auch mal. Oh, da müssen wir natürlich auch sehen, dass wir hier gut rumkommen. Ah, das ist gleichzeitig Zufahrt zum Feld und zum Ölfeld. Und hier oben noch große Wiesen noch und so. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt die Sachen hier wegholen können. Kleinen eigenen Bahnübergang. So. Hier ist auf jeden Fall die Zapfanlage. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier drin ist.
Okay, er nimmt die mittleren auch nicht so wild. Kann ich auch mit leben. Wir haben ein schönes Zeichen für Öl. Hier hinten sind nur Bäume, also hier scheint nur die eine Abnahmestelle zu sein. Man hat hier Abnahmestellen an verschiedensten Stellen halt. Da müssen wir mal gucken. Ah, er haut ja schon einiges raus. Ich hatte jetzt den Bestand jetzt so nicht angeguckt. Aber je mehr, desto besser, ne? Sogar ein Schlauch wird gelegt. Das ist natürlich auch schön. Ja, 29.000 Liter haben wir immerhin weggeholt. Das hat doch schon mal was. Haben wir hier mal wieder los? So, wir gehen mal kurz auf die Karte. Da ist das nächste Ölfeld. Da mache ich jetzt auch mal Marker setzen. Und dann fahren wir jetzt erstmal wieder zurück. Ja, das Öl hat er so nicht erkannt, deswegen macht er jetzt so ein neutrales Schild hier hin. Treibstoff zum Beispiel, dafür hat er ein Kürzel, aber für Öl hat er jetzt leider keins. Aber wie gesagt, es funktioniert und das ist alles das, was interessiert, ne? War ja immer noch die Gefahr da, dass das System hier nicht mit den Pumpenladefunktionen funktioniert. So, jetzt versuchen wir mal den Berg hier wieder runterzukommen. So. Schön ist, wenn man auch nicht bremsen könnte und würde hier schön geradeaus fahren. Da hat man auch was von, glaube ich. Fahren jetzt auf jeden Fall erstmal grob wieder in die richtige Richtung. Und mal sehen, wo wir jetzt ankommen dann. So. Jo, jetzt kommt eine schöne Unterführung. Weiß auch nicht, wie viel Pumpengeschichten jeweils da sind. Das müssten wir vielleicht mal gucken bei der oberen. Ob das eine oder mehrere sind. Ich glaube, das war auch nur eine. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein, die denn leer zu kriegen, sozusagen. Hier vorne ist gleich die Brücke, wo wir rüber gefahren sind. Da müsste ich eigentlich nur geradeaus fahren, wie man jetzt auch sieht. Wenn ich jetzt hier gleich mehrere Pumpstationen habe, dann fahren wir aber gar nicht hier hin, sondern gleich noch weiter zur anderen durch. Weil wir hier bei der mittleren ja eh die Überladestelle haben, ne? So, ja, testen wir mal den Weg hier. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht die Klippen runtergehen. Das könnte teuer sein oder sehr ärgerlich vor allen Dingen auch. Wenn einem die guten Mats dann flöten gehen, ne? Bedenken, diese 29.000 Liter, die hat er jetzt natürlich dann gesammelt in den ganzen Tagen unseres Daseins sozusagen. Das ist ja immerhin schon Folge 5. Ja, also ist das schon ein paar Stunden Spielzeit, die er braucht, bis er das Öl so halbwegs zusammen hat. Wir wissen natürlich auch nicht, in welcher Verhältnismäßigkeit er es braucht. Ne? Ich weiß nur, dass er. Okay. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das da vorne der nicht so gute Weg war, den uns das Ganze nach oben geführt hätte. Es ist nicht ganz so akut, wo wir jetzt gerade sind. Das nächste Ölfeld oder das letzte Ölfeld war da. Die Frage, wie oder ob ich da denn hinkomme oder ob ich das beides hätte von oben anfahren müssen. Ihr seht selber, da wäre es von oben gegangen. So, dann setze ich jetzt da mal den neuen Marker.
Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir hier irgendwie dorthin kommen. Scheint ja schon doch ein Stückchen außerhalb zu liegen, so. Wie gesagt, ich habe mir die Verkehrsanbindung natürlich jetzt so nicht angeguckt gehabt. Deswegen habe ich natürlich jetzt gehofft, dass es irgendwann hier auch mal hoch oder rüber geht. Wir scheinen uns höhenmäßig aber gleich auf jeden Fall anzugleichen hier. Und da oben scheint auch irgendwie sowas wie eine Kreuzung zu sein vielleicht. Wir werden das einfach mal testen. So. Hier sind wir noch. Ja, da vorne sehe ich schon mal eine Brücke. Hier geht es nochmal hoch. Also hier müssen wir gleich mal gucken. Hier geht es auf jeden Fall links ab. Das ist auf jeden Fall schon mal die Richtung, in die wir wollen. Hinten ist nämlich auch der Marker. Also okay, das ist, sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann brauche ich ein Navigationssystem. Das hätte was. Was einen den Streifen erkenntlich macht, sozusagen. Sprich, der einen den Weg auf der Straße an sich anzeigt, wo man hin muss. So, ja, da sind wir gleich beim Ölfeld. Ah, noch ein bisschen skurril aussehender Tunnel. Und hier nochmal um die Ecke fahren. Ah, hier vorne ist auch nochmal Lager-Silo-System. Ja, und hier scheint auch der eigentliche Viehhändler zu sein. Das hat auf jeden Fall was. So. Oh, hier ist sogar Verkehr. Ja, erschreckend. Das ist das erste Auto, was ich jetzt hier gerade sehe. Ja, wir fahren mal die Unterführung noch durch. Hier gibt es anscheinend riesige Kreuzungssysteme und einen Highway. Die Frage, wo der hinführt. Sollten wir uns dann auch mal angucken. Ich sollte mich mal ein bisschen für eine Straßenseite entscheiden. Sonst könnte das hier auch eng werden. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt hier eh links ab und holen hier nochmal den guten Saft ab. Ah, okay, hier sieht das aus, als wenn das ein paar mehr Tanks wären. Fahrt es mal relativ. Ich weiß jetzt nicht, warum auch. Jetzt macht er erst den voll. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Liter reingeht. Ich glaube 40.000, müsste auch Schluss sein. Aber mal ein Stück zurück. Also unser Vorderen will er nicht nehmen, so wie es aussieht. Oder hat die Beschriftung woanders gesetzt? Ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde jetzt einmal hier so ein bisschen im Kreis fahren und lasse noch mal auf einer waghalsigen Art und Weise hier direkt probieren. Oh,
Aber ihr seht, doch jetzt will er. Will er wieder nicht. Also sieht tatsächlich aus. Er sieht tatsächlich aus, als wollte er bei dem Road Train nur den mittleren Tank füllen. Das wäre natürlich dann sehr, 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 sehr ärgerlich. Aber so sieht es leider aus. Ja, das muss man natürlich jetzt noch rauskriegen, woran es liegt. Wäre natürlich jetzt sehr ärgerlich, wenn es tatsächlich so bleiben würde. Vielleicht muss ich jetzt hier aber auch das umschalten. Gerade eben brauchte ich es ja nicht. Wir gucken jetzt nochmal. Ich schalte jetzt mal um. Ach, mit dem Umschalten ging es, okay. Wenn das Ausladen ging, also ohne Umschalten, fürs Laden an sich, muss man den richtigen Hänger dementsprechend aktiviert haben. Ja, ist ja okay. Wenigstens haben wir das rausgekriegt. Jetzt brauchen wir nur noch zum großen Ölfeld zurückfahren. Und das war in der Nähe, oder nicht ganz bei unserer Brücke, wo wir rüberfahren, ging es nach rechts oben hoch von der vom Rückweg, den wir jetzt fahren. So, das hier hat wenigstens geklappt. Wir werden uns noch mal ein Stückchen auf dem Heimweg machen. Ja, kleines Dörfchen mit Tankstelle. Das ist alles, was man hier sieht. Das ist auch nur die eine einzige Ablade- oder Abzapfstation hier. Auf dem anderen Feld, da waren wir schon mal gucken. Da habe ich zwei oder drei gesehen sogar. Also da können wir noch gucken, dass wir das machen. Jo, jetzt sind wir auch beim letzten Tank dabei. Da gehen auf jeden Fall, glaube ich, 60.000 rein. Insgesamt sollten wir also 140.000 Liter transportieren können hiermit. Aber dann fahren wir jetzt erstmal wieder zurück Richtung Fluss sozusagen. Hilfe mache ich jetzt mal aus. Wir wissen jetzt ja, woran es gelegen hat. Ne? Das ist alles, was zählt. Mal gucken wir einfach mal. Ja, ich glaube, wir sollten dann auch, ich werde auch nebenbei mal gucken, ob es auch andere Wege oder Möglichkeiten gibt, da hinzukommen. Momentan sah das hier aus wie der einzigste Weg, weil wenn ich jetzt die Minimap etwas größer mache, der breitere Streifen da und so, das scheint wohl andere Wege zu sein. Das können wir auch nochmal gucken, wenn uns die Wege kreuzen. So, okay, ich werde natürlich jetzt einmal noch kurz die Karte laden. Nein, falsch natürlich, klar. Warum sollte ich das auch richtig machen, ne? So, nicht besuchen, sondern Marker setzen. Und wir müssen da wieder einsteigen. So, das funktioniert also auch. Das ist auch schon mal was. Die Straße da würde über die Brücke, über den Fluss führen. Würde uns also wahrscheinlich, so wie es Audi, auch nicht helfen. Wir können ja gleich hier eh wieder rechts abbiegen. Das ist ja auch das, wo wir eh hin müssen, von der Richtung her. So. Ja, sind wir schon auf dem Weg. Hier muss man natürlich jetzt, wie gesagt, an den Kanten ein bisschen mehr aufpassen, wenn wir hier mal aus den Schlackern kommen. Das schlackert man mal schnell in den Fluss, ne? Das muss aber ja nicht sein. Jetzt müssen wir im Prinzip auf den Schotterweg achten, der auf der rechten Seite ist. Ja, aber wir sind auch leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht's leider. Wir und das Öl sind unterwegs sozusagen. Haben schon mal zwei Pumpenstationen leer gemacht und
bei der dritten Pumpenstation sollte auch die Überfüllstation sein. Also das sieht schon mal ganz okay aus. Wir können natürlich schön mal gucken, wie viele Kapazitäten da reingehen. Mit so einem Rotank können wir alles auf einmal abholen. Das ist schon mal ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, ich bedanke mich dann recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie auch ein Share und wie auch ein Like. Und natürlich, klar, auch ein Abo. Ne? Bedanke mich auch recht herzlich bei all denen, die mich immer schon fleißig unterstützen. Sagte vielen, vielen Dank dafür und sagte mal bis morgen.